Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Thomas Kreisel, Klavierbaumeister. Bei mir dreht sich alles um den guten Ton. Heute habe ich den Pianisten Thorsten Eil eingeladen. Hallo Thomas. Hallo Thorsten. Ich werde ihn heute ein bisschen drüber ausquetschen, wie er sich ein gutes Instrument aussucht und worauf er achtet. Ich darf den Thorsten kurz vorstellen. Er ist Pianist und Klavierpädagoge, ist sehr aktiv im Digital- und im Fernunterricht, Klavier versteht sich. Hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal mit 5000 Abonnenten. Finde ich ziemlich cool. Genau, apropos Abonnenten, falls euch gefällt, was euch sieht, dann drückt den Daumen hoch, abonniert mich, drückt das Glöckchen, dass ihr nie wieder ein Video verpasst, erzählt es allen euren Freunden und teilt dieses Video. Also, kommen wir zu der ersten, zu der wichtigsten Frage der Technik. Thorsten, wie bewertest du eigentlich die Spielart eines Flügels? Gut, also im Grunde gibt es ja zwei große Bereiche. Auf der einen Seite gibt es die Technik, die ist natürlich für dich als Klavierbaumeister besonders interessant. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch künstlerische Aspekte. Von der technischen Seite her ist für mich natürlich zunächst mal wichtig, dieses Spielgefühl. Und dieses Spielgefühl entsteht aus unterschiedlichen Komponenten. Das ist einmal die Reaktionsschnelligkeit, also wie schnell spricht das Instrument auf das, was ich mit den Händen tue, an. Habe ich eher so das Gefühl, dass ich ein zähes Stück Teig knete, oder habe ich eher das Gefühl, dass das Instrument meine Gedanken lesen kann und dass nur eine kleine Veränderung meiner Spielweise sofort auch eine Veränderung im Ton erzeugt. Ja, und das ist auch so einer eigentlich der wichtigste Punkt, dieses Gefühl zu haben, dass man sofortige Kontrolle über den Ton hat. Das nächste ist die Spieltiefe. Es gibt zum Beispiel einen Hersteller, der ist ganz hier in der Nähe, ich sage jetzt keinen Namen. Besser. Der hat vor einiger Zeit die Spieltiefe der Instrumente vergrößert. Und jetzt muss man dazu wissen, ich habe mit 4 Jahren das Klavierspielen angefangen. Also das heißt, ich habe die letzten 38 Jahre meinen gesamten Bewegungsablauf auf dieses Instrument angepasst, auf das Instrument auch hin optimiert. Und jetzt kommt da einer auf die Idee und vergrößert diesen Weg bis zum Tastenboden. Ja, und das ist für mich dann so ein Gefühl, als würde ich bei jeder Taste in so ein Loch fallen. Ja. Ja, du kennst das, wenn du eine Treppe runtergehst und du erwartest, dass der Fußboden schon da ist, aber da ist er noch gar nicht. Und ähnlich ist dieses Gefühl für mich. Stimmt. Ja, also das ist absolut unangenehm. Und von daher, ich hoffe, dass das jetzt für diesen Hersteller nicht irgendwie auch, dass das nicht noch mehr Kollegen so sehen und dass der wegen so einer Entscheidung wirtschaftliche Probleme bekommt. Lässt sich das eigentlich von deiner Seite aus irgendwie nachjustieren, dass man das wieder... Spannende Sache. Das ist die Geometrie einer Mechanik, ist natürlich irgendwohin ausgerechnet. Aber ich habe Toleranzen. Wenn es jetzt um halbe oder um einen Millimeter geht, schaffe ich das. Alles, was mehr ist, habe ich dann Einbußen in der Dynamik und in der Maximallautstärke. Okay, wobei Maximallautstärke ja jetzt zumindest für einen Flügel im Hausgebrauch nicht unbedingt das Allerwichtigste ist. Manche wollen, dass es scheppert. Okay, gut, ja. Wir sind wieder bei der sehr, sehr subjektiven Bewertung. Genau. Zurück zur Objektivität. Ich sag von der Spieltiefe her, wo geht's weiter? Gut, also Spieltiefe ist ein Thema. Das nächste Thema ist natürlich auch, wie fassen sich die Tasten selber an? Es gibt Instrumente, die haben einen Plastiküberzug. Also das heißt, bei den Instrumenten, wenn man geringfügig das Schwitzen anfängt, dann fängst du an, auf den Tasten rumzurutschen, als wärst du auf Glatteis geraten. Ja. Und das ist also auch etwas, das sehr, sehr unangenehm ist. Andere Instrumente haben zum Beispiel eine Keramikoberfläche, die führt den Schweiß weg. Und da hast du viel, viel mehr Griff
auf den Tasten, ist natürlich auch deutlich teurer. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wir an der Stelle jetzt mal ausblenden. Kunst hat ja auch immer mit Schönheit zu tun. So ist es. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist zum Beispiel die Art und Weise, wie das Pedal funktioniert. Mhm. Das hat im Endeffekt auch was mit Reaktionsschnelligkeit zu tun. Auch das Pedal soll natürlich auf den Impuls meines Fußes sofort reagieren. Mhm. Also, dass ich jetzt nicht zuerst mal 3 Zentimeter das Pedal runterdrücken muss, mhm, bevor überhaupt irgendwas passiert, sondern dass eben, wenn ich das Pedal betätige, auch sofort die Dämpfer sich bewegen. Mhm. Und ja, das macht einfach dann auch ein gutes Instrument aus, mhm, dass der Impuls, den ich setze, sofort auch zu einer Reaktion führt. Mhm. Mhm. Okay, spannend. Ich darf das zusammenfassen als Klavierbauer. Ich brauche hochreaktive Mechaniken, die möglichst wenig Eigengewicht haben, kurze Wege und feine Nuancierungen, heißt lange Hebel. Das ist ein ganz spezielles Profil, finde ich immer total spannend, auf jeden Fall sehr schön bewertet. Aber jetzt mal weg von der Technik, weil ich weiß, ich bin der Techniker. Weg von der Technik, wie ist das, du arbeitest ja damit, das ist für dich ein Werkzeug. Richtig, ja. Und du magst damit Kunst, was ich mega toll finde, aber was aus der künstlerischen Sicht ist eigentlich wichtig an so einem Instrument? Ja, der künstlerische Aspekt, der ist ja eigentlich der wichtigste überhaupt, zumindest mhm, aus meiner Sicht. Ja, ja, und dieses ganze Thema mit der Reaktionsschnelligkeit hat eigentlich immer nur eines zum Ziel, nämlich eine möglichst große Klangvielfalt zu erzeugen. Mhm. Also das heißt, dass jede Veränderung meines Impulses auch dazu führt, dass der Klang sich verändert. Ja. Das heißt auf der einen Seite Dynamik, also ja, Lautstärke. Ja. Ja. Das heißt aber auch auf der anderen Seite Toncharakter. Ja. Weil ich will ja nicht nur einen lauten Ton haben, damit es scheppert, sondern der laute Ton soll ja auch irgendeine inhaltliche Botschaft transportieren. Und laut ist nicht gleich laut. Mhm. Ja, also ich will die Möglichkeit haben, einen lauten, bestimmten Ton zu erzeugen. Ja. Ich will aber auch die Möglichkeit haben, einen lauten, aggressiven Ton zu erzeugen. Klar. Ja, laut und aggressiv geht auf den meisten Instrumenten. Ja. Aber aber einen runden, lauten Ton zu erzeugen, ja, das funktioniert nicht auf jedem Instrument. Ja. Ja, und natürlich will ich auch eine Veränderung in der Klangfarbe haben, wenn ich zum Beispiel Piano spiele oder wenn ich Pianissimo spiele. Mhm. Ja, also dass ich wirklich unterschiedlichste Klangfarben habe, mhm, die das Instrument erzeugen kann. Ja, also auch wieder auf Technik übersetzt, ich merke schon, wir ergänzen uns ziemlich gut. Auf Technik übersetzt muss man auch immer sagen, man kann den Flügel oder das Tasteninstrument mit der menschlichen Stimme vergleichen. Du kannst flüstern, du kannst schreien, du kannst johlen, du kannst gröhlen, du kannst normal sprechen. Das sind alles Klangfarben, die viele, viele Informationen transportieren, die ich in der Musik auch haben will. Sehr schön. Genau, das Instrument ahmt ja immer auch bis zu einem gewissen Punkt die menschliche Stimme nach. Ja. Ja, und wir müssen immer dran denken, unser Flügel oder unser Klavier ist ein Schlaginstrument. Aber wir wollen vom Klang her nicht die Wirkung eines Schlaginstruments erzeugen, sondern wir wollen ja eher ein singendes Instrument, ähnlich wie die Geige, die also den Ton über eine lange Zeit auf gleicher Lautstärke halten kann. Die Geige kann sogar auf einem Ton ein Crescendo machen. Mhm. Das können wir am Klavier leider nicht. Auch wenn Beethoven das in einer seiner Sonaten verlangt. Crescendo auf einem Ton. Aber ja, und von daher ist es natürlich auch wichtig, dass das Instrument zumindest in der Lage ist, über längere Zeit die Ton oder die Lautstärke, den Ton zu halten. Also lange Töne zu haben.
Genau, dass der Ton also nicht sofort verklingt. Ja. Ja, aber bei guten Herstellern ist das heute eigentlich auch kein Thema mehr. Das ist so eine Sache, gibt es völlig verschiedene Ansichten und Geschmäcker, die aber je länger, desto besser. Das ist das Grundcredo auf jeden Fall. Genau. Okay, also vielen Dank bis dahin für deine Ausführungen. Gerne. Ich finde es total spannend, die andere Seite zu sehen. Aber die Gretchenfrage schlechthin ist eigentlich die ganz wichtige, die monetäre. Wie bewertest du die Wirtschaftlichkeit? Gut, also, du hast ja vorhin schon richtig gesagt, für mich ist das Instrument ja im Endeffekt ein Arbeitstier. Und von daher ist natürlich mein erstes Augenmerk immer auf der Qualität. Ja. Und das bedeutet, im Endeffekt muss ich eben auch für Qualität bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen. Ich glaube aber, dass sich Qualität langfristig immer auszahlt. Also das heißt, ein qualitativ hochwertiges Instrument ist eben auch haltbarer. Und ich selber spiele jeden Tag 4 Stunden Klavier. Also das heißt, in der Woche etwa 30 Stunden. Dann kannst du dir ausrechnen, was das im Jahr eben macht. Ja. Und von daher, ja, wenn so ein Instrument keine entsprechende Qualität hat, dann taucht eben nach spätestens 5, 6, 7 Jahren das Problem auf, dass ich die Mechanik komplett überholen muss, weil die runtergespielt ist. Und von daher glaube ich also, dass Qualität sich an der Stelle immer auszahlt. Ich spreche zu euch, natürlich verkaufe ich auch Klaviere, aber ich spreche zu euch auch als Klavierbauer, als Klavierbaumeister, als Mensch, der auch bei vielen Familien zu Hause ist und diese ganzen Karrieren beginnen und enden sieht. Je besser das Instrument ist, desto genauer ist das Feedback, desto genauer werden die Kriterien, die er gesetzt hat, erfüllt, desto emotionaler ist das Spiel. Je emotionaler das Spiel ist, desto mehr berührt es dich und es motiviert dich. Und diese Motivation ist das, was dich durch 1000 Stunden Üben durchbringt, weil du am Schluss einfach was hast, was dich berührt. Je besser das Instrument, desto höher ist dieses Touch, diese Involvierung. Und das ist mir ganz wichtig. Abseits von allen Technical Specifications, die ihr im Internet runterladen könnt, ihr müsst es anfassen, ihr müsst es ausprobieren. So, apropos anfassen und ausprobieren. Wir reden hier die ganze Zeit nur über die Quadratur des Kreises, ohne dass du eine einzige Taste dieses schönen Flügels gedrückt hast. Ja. Was benutzt du für ein Stück? Was ist das, wonach spielst du? Spielst du frei, improvisierst du, hast du dein Lieblingsstück? Wie gehst du an den Flügel ran? Ja, also ein echtes Lieblingsstück habe ich nicht. Ja? Lieblingsstück ist im Grunde immer das Stück, das ich im Moment gerade neu lerne. Sonst würde ich es nicht neu lernen. Und hören wir es uns doch einfach mal zusammen an. Alles klar. Ja, wenn ich so einen Flügel dann ausprobiere, dann fange ich meistens damit an, dass ich einfach ein paar Akkorde spiele, um mit diesem Tastengefühl in Kontakt zu kommen. Ja, und dann merke ich eigentlich schon, was da an Klang mir entgegenkommt. Und besonders gerne nehme ich dann eben langsamere Stücke, zerbrechliche Stücke, die ja, sehr, sehr viel Feingefühl erfordern, weil schnell und laut spielen, das ist eigentlich auf fast jedem Instrument möglich. Laut kann jeder. Genau. Und außer es ist wirklich ein sehr schlechtes Instrument, ja, also dann funktioniert das auch nicht, aber dann ja, ist eigentlich alles eh zu spät. Ja, und dann merke ich ja schon, Wie ist diese Reaktion von meinem Instrument? Ja, und an der Stelle muss ich eigentlich schon gar nicht mehr weitermachen.
an der Stelle weiß ich schon, was Sache ist und dass ich mich verliebt habe. Nicht schwierig, ist der 82 VC von Wilsendorfer. Genau, ja. Ja, also da wieder zum Thema Wirtschaftlichkeit, also das ist natürlich das Schönste, was man einfach spielen kann. Finde ich auch. Ja. Meine Bank findet irgendwie, aber ich habe mich auch ebenfalls verliebt. Es ist einfach mein Flügel. Ja, definitiv. Ja, also ja, das ist eigentlich so diese Quintessenz, langsame Stücke, wo viel Dynamik notwendig ist und wo ich eben auch sofort merke, wenn ich ein ganz klein bisschen mehr Kraft gebe, dass sofort was passiert. Mhm. Okay, ja. Schön. Und so das Letzte, was ich dann ausprobiere, was ist mit den Bässen? Ja. Ja, also wie verhalten die sich? Ja. Knurren die schön? Ja, jetzt aufpassen, jetzt wird's laut. Ja, und auch da merkt man natürlich, also 2 Meter, wie viel, 80 oder was? Ja, also das klingt einfach genial. Mhm. Ja, da kommt diese Vibration bis hier zu mir. Ja. Ja, jetzt hast du nochmal 100% mehr geredet über die Details und Facetten. Ich finde es total faszinierend. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir. Gerne. Ja, dann bleibt mir nur, mich von euch zu verabschieden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis demnächst.